Hallo und herzlich willkommen zu Dummy Kompakt der Hundeschule Jagdfieber mit mir, Susanne. Und ja, frohes Neues. Ist ein bisschen länger her. Ich glaube, heute ist der 18. Januar 2022. Mann, ja, und mein erstes Live. Wie geht's euch? Alle da? Alle schön? Habt ihr, sagen wir mal, seid ihr gut reingerutscht? Darf man das noch fragen? Oder ist das schon zu spät? So, ich guck gerade mal. Hallo, okay, Sabine ist da, Petra ist da, das ist schon mal super. Kurzer Hinweis, Facebook hat wieder alles geändert. Ich war heute ein bisschen so, ich so, es kann doch nicht sein, dass alles wieder neu ist. Doch, letztes Mal bin ich live gegangen im November, glaube ich, ja, sogar bei der Dezemberpause, Weihnachtspause. Und ja, und jetzt ist, wie man das, Facebook ist ganz toll. Ich sag mal, es hat einen Grund, warum man, ja, egal. Ist Facebook. Wollen wir ja nicht so viel rummeckern. Genau, Erika ist da, Manuela ist da, Anja ist da, Gwen ist da. Hallöchen, Hallöchen. So, weil es ja das erste Live im neuen Jahr ist, habe ich mir einfach mal was Neues ausgedacht. Und ich habe keine Ahnung, ob wir das weiter so machen oder ob wir dann wieder das andere machen. Also, sonst habe ich ja mal Fragen aus meiner Trainingsgruppe beantwortet, wenn die mir halt einfach eine E-Mail geschrieben haben. Du, Susanne, ich habe das Problem, du, Susanne, habe ich das Problem. Und ich wollte das einfach mal so ein bisschen aufpeppen. Und zwar mit den Aufgaben, die ich ja immer mit dem Podcast verschicke. Ja, also ich habe ja einen Podcast, Dummy & Co., wo es alle zwei Wochen eine neue Episode gibt. Und immer die Woche dazwischen gibt es eine Aufgabe zu der Episode. Und dieses Mal ist es ja die Episode zum Startlaut. Also warum das erstens so schwer ist, das Ganze abzutrainieren und vor allem, was du machen kannst, dass es erstens dazu nicht kommt. Und wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, was man dann machen kann. Ja, wenn man einen Hund hat, der Startlaut gibt. Und dazu gab es eine Aufgabe letzten Freitag und die wollte ich heute mit euch besprechen. Und zwar wollte ich so ein bisschen rumzeichnen und einfach mal so mit euch zusammen so ein bisschen, ja, Spaß haben. So wie ich das sonst immer mit meinem Team Jagdfieber habe, wo wir uns dann in Zoom treffen, da ist es ein bisschen praktischer, weil man einfach, ja, bei Zoom sehe ich die Kommentare sofort und hier sehe ich immer so, es ist immer so ein Lag von 30 Sekunden, 40 Sekunden, ich sag was und dann dauert es ganz schön lange, bis ich dann die Antworten, weil erstmal müsst ihr es hören, dann müsst ihr es schreiben, dann und so weiter. Und das ist dann mit Zoom immer ein bisschen praktischer, das machen wir halt im Team Jagdfieber, aber wir leben damit, was Facebook uns anbietet, deswegen trotzdem wollte ich einfach mal ja, mal was Neues ausprobieren. Nächste Woche dann wahrscheinlich wieder einfach eine Frage. Und ansonsten schreibt mir doch einfach mal im Nachhinein, ja, nicht sofort, im Nachhinein, ob ihr das jetzt gut fandet oder eher lieber nur die Fragen beantwortet haben möchtet oder und so weiter. Ja, ich lebe ja immer von Feedback und ich finde das immer ganz toll. Auch das kritische Feedback. Natürlich finde ich es toll, wenn man mir sagt, dass alles toll ist. Ja, finde ich natürlich auch schön. Aber gerade beim kritischen Feedback, da ist immer was mit bei, wo ich dann sage, ja, stimmt. Wie kann ich das ändern? Oder wie kann ich es anpassen? Oder, nee, stimmt nicht. Du bist doof. Nein, aber ich bin auch nur ein Mensch. Okay, so, dann fangen wir einfach mal an. Also, die Aufgabe zum Startlaut war, also das Ding war so, dass man, also, nochmal, blablab. Genau, hallo. Hallo Nicole, ich schalte mal kurz um. So, ihr seht das, oder? Hier ist mein Dingsbums. So, okay. Also, die Aufgabe hatte an sich zum Thema... Oh, warte. Warte. Ihr hört mich gerade nicht. Doch, ihr hört mich noch. Okay, gut. Ihr hört mich noch, oder? Jetzt müssen wir 20 Sekunden warten. Nichts. Also, so lange, bis ihr antwortet, ob ihr mich noch hört, ja, es ging darum, ich hatte ja verschiedenste Sachen in dem Podcast besprochen, also, was die Ursachen sind und was man da machen kann und warum das so problematisch ist und wie der Ansatz sein sollte, dass man mit dem Startlaut arbeitet. Okay, super. Ihr hört alles noch sehr gut. Hallo, Elke. Und deswegen habe ich dann eine Aufgabe gemacht, die sozusagen, der Hund gibt schon Startlaut. Und jetzt möchte man ja trotzdem trainieren. Ne? Das ist das Ding. Also, das Ding ist immer, es gibt ja so Techniken, so nach dem Motto, ja, du musst jetzt ein halbes Jahr lang mit Dummy aufhören, dann wieder anfangen und dann wird es besser. Damit die Erwartungshaltung runterfährt. Das Problem ist, die Erwartungshaltung ist ja immer noch da.
weil dein Hund ja gelernt hat, ah, okay, in diesen Situationen ist es toll und deswegen habe ich dann die Erwartungshaltung. Wenn du nicht mehr in die Situation gehst, ist ja klar, dass du dann auch nicht mehr die Erwartungshaltung hast, ja? Ist ja irgendwie logisch. Aber mein Ansatz ist immer der, dass man versucht, die Aufgaben so zu gestalten, dass egal, was für ein Problem man hat, man erstmal Management macht, damit das Problem nicht auftritt, aber man trotzdem arbeiten kann. Damit man nämlich Spaß hat. Ja, es ist ja immer noch ein Hobby. Ja, damit drin, ich weiß, für manche ist es bitter ernst, aber es ist ein Hobby, es soll Spaß machen. Und wenn man nur immer auf dem Problem rumhackt und immer wieder rein, rein, rein da und so, dann ist es einfach, keinen Spaß. So. Und deswegen mache ich lieber so eine Aufgabe, dass man sagt Management und gezielt an einer Baustelle dann mit gezielten Aufgaben trainieren. So. Und die Aufgabe war jetzt die. Also, das heißt, Voraussetzung, man hat einen Hund mit Startlaut. Oder man hat jetzt einen Hund, der fiebt. Oder man hat einen Hund, der hibbelt. Also alle Hunde, die so ein bisschen drüber sind, können das gut gebrauchen. So, mal gucken, ob ihr das seht. So, das war die Aufgabe. Also da war die Suche. Hier hat man einen Dummy geworfen, gelegt, irgendwas. Oh, warte mal kurz. Zack. So. So, mal gucken, wie es ins Bildausschnitt passt. So. Okay, also hier sind dann jetzt sozusagen D2, D3, D4. D5. Und wenn ihr Fragen zu der Aufgabe habt oder so, ja, einfach immer in den Chat schreiben, dann das machen wir jetzt einfach mal so hin und her. Und diese Kamera macht ständig Zoom, das ist ganz blöd. Die muss ich mal. Ich glaube, das irritiert immer. Egal. Also, hier ist der Startpunkt. Oh Mann, warte. Nee. Da. Da ist der Startpunkt. Ja? Okay, also hier ist der Startpunkt. Hier ist das Dummy. Jetzt müsste die Suche eigentlich so. Hier habt ihr eine Suche ausgelegt. Das hier soll sozusagen sowas. Das muss nicht Wald sein hier, ja? Warte mal kurz. Kann ich das kurz aus? Ach, egal. Mach ich nachher. Das muss nicht Wald sein. Das kann auch einfach hohes Gras sein. Da kann irgendwas sein, dass eure Hunde dieses Dummy hier nicht sehen. Oder diese Dummies. Die hier legt ihr aus, bevor ihr euren Hund holt, oder ihr legt sie aus, während euer Hund was anderes macht. Also ich zum Beispiel fütter hier auch gerne, ja, ich werfe dann hier Kekse hin, Kekse ohne Ende, dann fressen meine Hunde das und dann kann ich da hingehen und auswerfen. Ist aber eben auch, ich sag mal, dazu braucht man halt auch sehr verfressene Hunde. Wenn man so Hunde hat, die sagen, nee, aber Dummies sind wichtiger als Kekse, dann ist es ein bisschen schwieriger. Genau, aber irgendwie ablenken. So, das heißt, hier, das hier, nicht sichtig, sagt man das ja, nennt man so, nicht sichtig ausgelegt. Und dann das hier. Das ist wichtig. Dieses Dummy müsst ihr angepasst an euren Hund auslegen. Ja? Also wenn ihr, sage ich mal, jetzt auf der Stufe seid, mein Hund, manchmal prellt er ein bisschen vor. Oder manchmal kann er auch fiepen, aber meistens nicht. Also wenn es so ein Manchmal-Ding ist, ja, dann könnt ihr das werfen. Dann könnt ihr hier noch einen Schuss ranmachen, bumm, so mit Helfer, allem Rambazamba und so. Wenn ihr aber einen Hund habt, der Startlaut gibt, dann macht ihr hier zum Beispiel vielleicht nur einen Stab und das liegt das Dummy da schon. Ja, weil euer Hund weiß, oh, an dem Stab liegt immer ein Dummy. Ja, sollte er auch nicht lernen, aber versteht, was ich meine. Oder ihr legt es hin. Oder ihr geht mit eurem Hund hier hin und dann geht er wieder zurück und dann dahin. Oder ihr geht auf den Spaziergang, legt das hier alles aus und wenn ihr dann wiederkommt, kommst von hier, legst das da hin und gehst dann einfach ganz entspannt nach da. Ja, sowas. Also irgendwie, dass dieses Dummy hier wahnsinnig unattraktiv ist. Ja, das ist das Ziel. Das Dummy muss immer ein Stück mehr werden, umso mehr die Übung trainiert. So, dann gibt es die eigentliche Aufgabe. Das war alles nur Aufbau. Dann gibt es die eigentliche Aufgabe, ist die, dass ihr halt in Anführungsstrichen hier Fußarbeit macht. Ja? Wie weit ihr hier kommt, das ist sowieso die Frage. Also, nochmal ganz kurz, nur zurückkommen. Wenn ihr solche Aufgaben macht, ja, also wenn ihr am Startlaut arbeiten möchtet, wenn ihr am Fiepen arbeiten möchtet, wenn ihr am Einspringen arbeiten möchtet, an diesen ganzen Frustrationsproblematiken, dann muss zuerst die Fußarbeit stimmen. Ja? Kennt ihr. Wollte ich jetzt nicht nochmal ewig wiederholen, sondern einfach Fußarbeit. Euer Hund muss nicht in diesen Situationen, sondern ab von Dummy 10, 20 Minuten mit euch Fuß laufen und nicht mehr die ganze Zeit vor, hinten, zurück und nachfragen und doch mal die Pipi-Stelle ran und doch mal, sondern er muss schon
in einen Status kommen, dass er sagt, okay, jetzt laufen wir hier jetzt länger. Ja? Man kann ja trotzdem noch Dummyarbeit machen, aber eben dann keine Fußarbeit mit einbauen. So. Und wenn ihr, sag ich mal, ihr seid schon da, dass ihr ohne Dummies und so weiter schon das machen könnt. Und dann, wenn ihr dann sozusagen Dummies einführen möchtet, könnt ihr das so machen. Da muss auch noch keiner da sein. Kein anderer Trainingspartner, kein Auto, kein Trainingsgelände. Ihr nehmt das langweiligste Gebiet, was ihr kennt. Und dann könnt ihr hier Fußarbeit machen. Bis nach da sozusagen. Und dann schickt ihr nach da. Je nachdem, voran, Apport, ist egal. Ja, also was ihr hier schickt, ist das hier, ist nicht wichtig. Das hier. Das Dummy ist auch nicht wichtig. Ja? Hier geht es nicht darum, dass der Hund lernt, von X2 das Dummy zu holen. Es geht nicht darum, dass er über Geländekanten geht, dass er weit geht, dass er irgendwas... Das ist nicht der Fokus. Der Fokus ist, dass dieser Weg hier möglich ist ohne Fiepen, ohne Einspringen und dass das Starten hier ohne Startlaut ist. Das ist euer Fokus. Das heißt, das hier, ja, entsprechend so gestalten, dass der Hund das easy kann. So. Der Gag an der Geschichte, also das ist eigentlich nur die Aufgabe, ja? Ihr lauft von X1 zu X2 aufs Dummy zu und los. So, das ist ja relativ Standardaufgabe, kennt wahrscheinlich jeder von euch. Der Gag an der ganzen Sache ist jedoch der, wenn ihr merkt, ihr lauft hier los und dann merkt ihr, oh oh, hier, ab hier, das, ne, noch zwei Schritte und es fängt an mit, oder es geht los, ja? Dann dreht ihr euch einfach nach links rum und schickt in die große Suche. Im Laufen. Ne? Kein schönes große Suche schicken. Schönes große Suche schicken ist ja in die Grundstellung, Suche und so. Nein, einfach lapidar rein. Einfach nur laufen, laufen, laufen. Oh, Scheibenkleister, das geht jetzt schief. Such. Lasst den Druck da raus, bevor er in Töne geht. Wenn ihr dann hier schickt und dann hier kommt der Startlaut, dann wart ihr zu spät. Dann ist zum Beispiel diese Strecke hier, also diese hier zu kurz, also zwischen X1 und D1. Dann macht da einfach eine lange Strecke draus, sodass die Erwartungshaltung sehr weit weg ist. So nach dem Motto, ja, also wenn der Dummy sehr nah fällt, ist er, da ist der Dummy. Aber wenn ihr merkt, okay, euer Hund ist bei ab 40 Meter Dummy nicht mehr so aufgeregt, dann macht es mit 40 Meter. Und wenn das gut funktioniert hat, ja, also wie ihr das dann macht, wenn der Startlaut kommt und so weiter, das erfahrt ihr alles im Podcast. Ich will jetzt hier auch nicht alles doppelt sagen, ja. Einfach Podcast-Episode hören. Aber wenn das gut geklappt hat, dann damit, und dann könnt ihr hier weiterlaufen. Nicht wieder zu X1 zurück, ja, sondern einfach weiterlaufen. Und dann merkt ihr, oh, hier ist wieder das Drama. Dann da rein. Ja. Okay, Silvi fragt, meine Maus fliegt immer nur in den Pausen und nur in der Gruppe. Hilft das da auch? Ja, in der Hinsicht, dass du das dann hier pushen musst. Ja? Das ist ja auch immer das Ding, genau das, was gefragt wird. Ja, mein Hund fiebt immer nur in der Gruppe. Das Ding ist, dass zum einen könnt ihr das auch in der Gruppe üben. Ja? Ihr könnt einfach X2 machen und der sichere Hund, der nicht fiebt, der läuft hier. Und ihr lauft hier und könnt euren Hund immer wegschicken, dass hier die Power rausgeht. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass man die Aufgaben, die man alleine übt, einfach viel zu lapidar übt. Viel zu einfach, viel zu unstressig. Und dadurch der Hund nicht dazu verleitet wird zu fiepen und dadurch nehmt ihr euch die Übungsmöglichkeit. Weil das ist ja mal das Schöne daran, wenn euer Hund einen Fehler zeigt, den er auch zeigt, wenn ihr alleine seid. Weil dann könnt ihr nämlich allein dran arbeiten. Ansonsten braucht man einen Trainer, ein Gebiet, Helfer, Schüsse und so weiter. Das sind immer die unpraktischen Problematiken. Die praktischen Problematiken sind die euer Hund auch so zeigt, wenn ihr alleine seid. Und weil da könnt ihr ganz in Ruhe und mit verschiedensten Variationen daran arbeiten. Ja, das gehen wir jetzt zum Beispiel im Team Jagdfieber auch immer durch. Okay. Ja, Silvi, hoffe, das hilft dir. Okay. So, das heißt, ihr schickt euren Hund immer wieder hier rein, kurz bevor er platzt. Ja, am besten noch, wenn er gar nicht am Losplatzen ist. Und dann schicken. Oder eben auch, kann man auch machen, hier ist Ende. Ja? So, Gwen fragt gerade Windrichtung. Sehr gut. Habe ich genau darüber nachgedacht, wie male ich das jetzt ein? Ich sag mal so. Also Windrichtung ist die, die oder die oder die. Ja? Das ist natürlich wieder, weil was wollt ihr? Huch, falsch. Die hier. Ja? Alle Windrichtungen sind wichtig und gut. Was wollt ihr?
wenn der Wind von da kommt, ja, merkt euer Hund hier, oh, in der Suche liegen ja auch welche. Zwei Reaktionen. Eine Reaktion, oh mein Gott, es gibt viel mehr zu tun. Er dreht runter, weil er sein Fokus, weil er nicht mehr so starren kann. Oder da sind auch welche, die Erregung geht hoch. Je nachdem, was dein Typ Hund ist, wenn du ihm helfen willst, musst du entweder so den Wind machen oder so. Geht es ihm besser, wenn er den Wind schon in der Nase hat von der Suche, von Dummies, die er nicht kennt? Oder wird es schlimmer? Je nachdem, so oder so. Und die hier, ja, die sind vor allem für, wenn du den hast, dann kriegt der Wind von diesem Dummy hier. Naja, wenn es 40, 50 Meter ist, wahrscheinlich nicht, aber wenn es relativ nah ist, schon. Das heißt, ist es für deinen Hund schwieriger, wenn du von X1 zu X2 gehst, wenn er Wind in die Nase kriegt? Willst du es schwieriger machen? Ist es für ihn sonst eine Pipi-Aufgabe? Dann ja. Ansonsten nicht. Und diese Variante hier ist sozusagen die Safe-Variante. Das ist die, er kriegt nicht den Dummy aus der Suche, er kriegt nicht den aus den. Ich meine, das hier geht auch. Ja, das hier geht auch. Das ist dann vielleicht sogar eine Hilfe, wenn, sage ich mal, der Hund dann nach links abdriftet und dann den Dummy kriegt oder so. Hier. Aber ansonsten ist das immer mit der Windrichtung so eine Frage, weil wir hatten immer gefragt, ja, mit welcher Windrichtung soll man denn arbeiten? Es kommt drauf an. Was ist euer Fokus? Was wollt ihr erreichen mit eurem Hund? Was wollt ihr üben? Wollt ihr üben, dass er steady ist? Wollt ihr üben, dass er steady beim Wind ist? Zum Beispiel, das geht auch. Ich kenne auch einen Hund, der hat angefangen zu fiepen, wenn er Wind bekommen hat. Das heißt, da würde man dann sozusagen hier, das wäre jetzt ein Blind, hier, D1 wäre jetzt ein Blind, aber man würde mit dem Wind arbeiten. Weil der Hund konnte ohne Dummies Fuß laufen, ohne Ende, kein Problem, mit Dummies nicht mehr. Das heißt, man nimmt die kleinste Möglichkeit, das heißt, es ist ein Blind, hat nichts gesehen, er kriegt aber den Geruch. Und das reicht dann schon aus, um ihn in diese Fieberei zu bringen, beziehungsweise ihn in eine Erregung zu bringen, wo er nicht fiebt und noch arbeiten kann. Ja, das ist es ja. Eure Hunde brauchen positive Rückmeldungen für die Arbeit, die sie tun. Und auch ihr müsst Spaß haben. Wenn ihr immer nur Misserfolg habt, weil der Hund immer fiept, 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 fiept oder immer einspringt oder immer Startrot gibt, dann macht das Ganze ja keinen Spaß mehr. Ja. Aber, wie gesagt, das ist nicht das Allheilmittel, diese Aufgabe. Das ist nur eine Variation und eine Möglichkeit. Startlaut ist wahnsinnig schwierig zu korrigieren, weil die Hunde es meistens gar nicht mitbekommen. Aber mehr dazu in meiner Podcast-Episode. Könnt ihr immer anhören unter www.hundeschule-jagdfieber.de/podcast. Ja, Dummy und Co. Ich bin, glaube ich, auch bei allen möglichen Podcast-Apps dabei. Ja, okay. Habt ihr denn noch eine Frage? Wie fandet ihr das denn? Hat euch das denn Spaß gemacht? Ich sehe gerade keinerlei Kommentare mehr. Ansonsten wären wir nämlich heute auch durch. Also das ist jetzt die Aufgabe von der aktuellen Podcast-Episode. Und wenn du die auch haben willst, kannst du einfach in die Trainingsgruppe kommen. Die ist völlig kostenlos unter www.hundeschule-jagdfieber.de/Trainingsgruppe. Steht auch unter diesem Post in der Beschreibung, hoffe ich. Wenn Facebook mich nicht wieder... Ja, egal, Facebook und so. Dann können wir da... Ja, dann kriegt ihr die Aufgabe auch richtig. Also dann kriegt ihr das Bild nochmal und die Beschreibung. Und ich gebe auch immer drei Hinweise, wie man es leichter, schwerer und besser machen kann. Ja? Okay. Sehr schön. Okay, euch gefällt das? Super. Soll ich das mal wieder wiederholen dann? Gehe ich mal davon aus. Okay. Jana hat meine Podcast-Episode schon gehört. Sehr gut. Genau. So soll das. Sehr gut. Ja, genau. Und alle im Team Jagdfieber, ihr habt ja immer alle Aufgaben... Ihr habt ja immer in eurer Podcast Aufgaben, Bibliothek oder Datenbank, ja, wo man danach durchsuchen kann, die Aufgaben. So, ja? Sehr schön. Okay, dann mache ich das einfach nochmal. Nächstes Mal mache ich, glaube ich, eine Frage, muss ich mal schauen. Ich habe 2, 3 schöne bekommen. Die sind eigentlich genau das gleiche Thema, was Startlaut und so weiter angeht und Fiepen und so weiter. Aber mal gucken. Mal gucken. Ansonsten, alle im Team Jagdfieber, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt hier seid. Also falls sich jemand fragt, was Team Jagdfieber überhaupt ist, wovon ich die ganze Zeit rede, ist mein Mitgliederbereich. Und meistens sind die bei Dummy kompakt sind, auch in meinem Mitgliederbereich. Wir haben ja gleich um 20 Uhr live. Ich habe nämlich heute vergessen, heute Morgen die E-Mail loszuschicken. Deswegen habt ihr sie nicht wie immer um 6 bekommen, sondern, ich habe keine Ahnung, um
14 Uhr, 15 Uhr oder so. Aber wir haben jetzt um 20 Uhr gleich einen Live und da erzähle ich euch den neuen Trainingsablauf. Ja, genau. Oder was heißt neu? Das ist unser. Ihr habt ja sowieso den Bauplan, ja, mit den Stufen und jetzt kommt noch alles, was gefehlt hat. Ja, vielleicht finden wir ja auch noch einen schicken, coolen, fancy Namen dafür. Weil mir fällt keiner ein, außer Trainingsablauf. Und das klingt irgendwie ziemlich lame. Super, okay, dann sehen wir uns. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ansonsten, wenn ihr im Team Jagdfieber seid, sehen wir uns jetzt gleich oder am Donnerstag für die Fragerunde. Ja, wenn ihr eine Frage habt, schreibt sie einfach unter dem Post im Mitgliederbereich. Und dann besprechen wir das nächsten Donnerstag. Und ansonsten bis nächsten Dienstag um 19 Uhr zum Dummy Kompakt. Und bis dann. Tschüss.